Niedrigwasser im Schelfmeer vor Trinidad. Zeit für Fische, an Land zu gehen. Sie weiden Kieselalgen von den Steinen ab und sammeln gestrandete Insekten. Vier-Augenfische, ihr Name ist Programm. Die Pupille ist zweigeteilt, so können sie gleichzeitig über und unter Wasser sehen. Wer kann diesen Augen widerstehen? Sie sind überlebenswichtig für den kleinen Fisch, an der Schnittstelle der Elemente, wo Feinde aus allen Richtungen zuschlagen können. Doch Braunpelikane wissen, wie sie diese Rundumsicht ausnutzen und die Fische täuschen können. Hier im seichten Wasser können die schweren Vögel nicht jagen. Deshalb setzen sie auf die Kunst der Illusion. Nur dem erfahrenen Jäger gelingt es auf diese Weise, die Fische ins tiefe Wasser zu treiben. Pelikane haben es auf oberflächennahe Beute abgesehen. Fängt einer an, machen die anderen mit. Die braunen Fischer sind mit 2,5 Metern Spannweite die kleinsten aller Pelikane.